75 Jahre Köbi Kuhn. Das ist eine geballte Ladung Fußball, Freude, aber auch Frust. Der Köbi National hat während seiner Karriere für so manche Schlagzeilen gesorgt. Köbi National, was löst das bei Ihnen aus, wenn Sie das heute wieder sehen? Ich muss lachen. Das war eine Zeit für Sie, die beste Zeit? Ja, eine gute Zeit. Es war überhaupt generell eine gute Zeit. Von A bis Z. Sie war eine sehr, sehr gute Partnerin. Und ist auch da gestanden für mich. Ich glaube, das haben die Journalisten erst nicht dann und wann auch noch gemerkt. Es braucht doch einige Zeit, wieder wirklich auf die Beine zu kommen. Es ist etwas, wo man nicht einfach kann. Egal mit was, mit Geld oder mit weiss nicht was, kann man das nicht wegmachen. Ein positives Kapitel. Die Nazi war immer mein Traum. Da sind Sie 58 und kommen zu diesem Job. Viele waren überrascht. Sie auch? Ja. Es ist nicht so, dass ich vor Luther weiss nicht, was ich in die Hose gemacht habe. Ich habe gewusst, das ist etwas, wo mir liegt. Ich kann mit Leuten umgehen. Ich bin kein Schreier, aber ich kann mit ihnen umgehen. Und ich glaube, wir haben eine gute Zeit. Nicht eine wahnsinnig lange, aber eine gute Zeit zusammen gehabt, die Spieler und ich. Und das hat sich auch noch später gezeigt. Die haben also keine Runde gemacht um mich herum, sondern wir haben uns immer gefreut, wenn wir uns getroffen haben. Sind Sie jemand, der auch mehr Verständnis hatte für die jungen Spieler wie die heutigen Nationaltrainer, was zum Beispiel die Regeln außerhalb vom Feld betroffen hat? Ich habe mich nicht bemüht, herauszufinden, was die Spieler nebenbei machen. Sie wissen, was ich von ihnen verlangt habe. Und dass man das nicht, was soll ich sagen, antrunken kann. ich habe natürlich immer Verständnis für den Spieler. Verständnis, weil Sie vielleicht selber auch kein Unschuldslamm sind? Ja, da treffen Sie in Sechser. Das ist ja so. Aber das sind Erfahrungen. Und wenn das Sportliche auf der einen Seite, aber auch das Private vorkommt, in den Medien, vor allem im Boulevard, ist das etwas, was Sie... Das sei mir auflupfen, meinen Sie. Und abziehend. Also wie oft haben Sie den Blick schon in den Köbel geschossen? Vor Wut? Ich will nicht sagen, das hat es nie gegeben. Hat sicher einmal gegeben und gesagt, die dummen Siechen oder was auch immer. Aber ich habe immer auch geschätzt, was sie machen, was sie mühen machen. Und eben, was sie mühen machen, heisst eben auch, dass sie dir einmal auf den Rücken gumpen. Aber am Schluss muss es einfach so sein, dass man sich versteht. Nach dem Tod von Ihrer Frau Alice sind Sie irgendwann mit der Jadwiga zusammengekommen. Sie haben geheiratet und dann hat der Blickschicht von der Weltwoche aufgegriffen. Und mit den Schlagzeilen Köbi unter der Knute. Ich lache. Ja. Sie ist bereit, da zu sein. Für mich wichtig ist, dass man auch dort ein Team ist. Das ganze Leben von Köbi Kuhn mit all seinen Höhen und Tiefen gibt es ab dem 18. April als Biografie im Handel. Es ist ein Buch mit so manchem brisantem Detail.